Ich möchte im Sommer zu meinem Wunschverein wechseln, das hat Robert Lewandowski deutlich gesagt. Aber die Bayern kann er nun vergessen. Wir haben dem Spieler und seinen Beratern mitgeteilt, dass wir einem Wechsel zum FC Bayern nicht zustimmen werden, sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc dem Kicker. Demnach verzichtet der BVB lieber auf 25 bis 30 Millionen Euro als auf den Torjäger, dessen Vertrag in einem Jahr ausläuft. Ein mutiger Schritt, den sich der Verein aber locker leisten kann, wie auch Präsident Reinhard Raubal erklärt. Borussia Dortmund hat durch großartige sportliche Leistungen, aber auch durch Leistungen außerhalb des Sportes, also im Bereich der Sponsoren, im Bereich vor allen Dingen auch des Merchandising, enorme Einnahmen erzielt. Weit über 100 Millionen Euro hat der Club eingenommen. Das Geld wird in die Mannschaft investiert. International wie national will der Champions-League-Finalist weiter für Furore sorgen. Bayern aufgepasst. Die Bundesliga wird sich sicherlich wundern, in welcher Höhe wir hier bereit sind und auch in der Lage sind, ohne Schulden aufzunehmen, Investitionen zu tätigen. Und das sicherlich auch im Hinblick darauf, um den Zweikampf an der Spitze so spannend wie möglich zu gestalten. Mit Hilfe von Lewandowski. Doch ganz ist der Poker um den Polen wohl noch nicht beendet. Das strikte Nein des BVB bezieht sich nämlich nur auf die Bayern. Wenn jemand anderes kommt, ist der Vizemeister offenbar zu Gesprächen bereit.